Hallo zusammen, dass die Bundeskanzlerin in Moskau bei ihrem letzten Staatsbesuch unangenehm aufgefallen ist durch Handyklingeln. Hatten wir ja gestern schon berichtet, dass Putin der deutschen Afghanistan-Politik auch keine gute Zensur erteilt hat, haben wir auch gesagt. Aber eins wollen wir noch erwähnen, allzu wichtig war der Staatsbesuch ja wohl doch nicht, aber eins wollen wir noch erwähnen. Wir haben gemerkt, dass Wladimir Putin bei seinem Treffen mit der Kanzlerin recht oft auf die Uhr geschaut hat. Möglicherweise war er etwas gelangweilt. Etwas, was wir gar nicht verstehen können bei dem offensichtlich intelligenten Gesprächspartner aus Deutschland. Apropos Intelligenz, da haben wir ja eine Bezirksbürgermeisterkandidatin in Berlin, die schon im Bundeskabinett saß, dort aber leider zurücktreten musste, die ihren Doktor verloren hat. Und nun tauchen neue Plagiatsvorwürfe auf. Also mit der Intelligenz der Frau Giffey, da wissen wir auch nicht so recht, wie hoch diese IQ da ist und wie gut es mit der Allgemeinbildung steht. Möglicherweise, irgendwie scheinen da auch Defizite vorhanden zu sein. Nun gut, die SPD ist im Aufwind. Dann bekommen wir eben eine nicht ganz so intelligente Landesfürstin. Wir bleiben bei der Intelligenz. Wie diese junge Dame heißt, wissen wir nicht, aber sie ist voller Stolz im Team Biotech. Dass ich in diesem heutigen Videobeitrag alles um Intelligenz drehen würde, haben wir auch erst im Laufe des Zusammenstellens der Beiträge festgestellt. Karl Lauterbach ist auch ein Kandidat, der in diese Riege passt. Die wir nicht einschätzen können, wie hoch der Intelligenzquotient ist, wie gut die Allgemeinbildung ist, aber er gehört auf jeden Fall dazu. Und nun erfahren wir noch, dass Nichtregierungsorganisationen bei uns einen gewissen Einfluss ganz offiziell haben. Der Spiegel berichtet nun, dass die linksgerichtete Kampakt-Organisation Karl Lauterbach unterstützen will und mit ihm gemeinsam gegen Hans-Georg Maaßen von der Werteunion der CDU vorgehen will. Tja, nicht nur die Weltorganisationen wie zum Beispiel die Bill und Melinda Gates Stiftung, sondern auch die lokalen NGOs mischen kräftig mit. Unser Fazit: Politik sollten Politiker machen, die sollten von den Bürgern gewählt werden und Einfluss von außen, ob Lobbyismus oder NGOs, sollte weitgehend zurückgedrängt werden. Unser allseits geliebter Karl dürfte da völlig anderer Meinung sein, aber er ist ja auch in anderen Dingen völlig anderer Meinung als wir und wir messen dem auch nicht allzu große Bedeutung bei, was für eine Meinung er vertritt. Unser nächstes Thema hat vordergründig wenig mit Intelligenz zu tun, nachdem in Litauen zu Belarus ein Grenzzaun gebaut wurde, um der Flüchtlingskrise Einhalt zu gebieten, hat nun auch Griechenland beschlossen, einen Grenzzaun zu bauen, vornehmlich wegen der zu erwartenden Flüchtlinge aus Afghanistan. Bei etwas genauerem Hinsehen hat es dann aber doch mit Intelligenz zu tun. Wir glauben, die absolut intelligente Politik Deutschlands und Europas in den letzten Jahren ist der Grund für den Bau dieser Zäune. Leute, für uns bedeutet das weiterhin: bleibt stark, bleibt aufrecht, bleibt gelassen, hinterfragt vieles, lasst euch keine Angst machen, kommt nach Berlin, wir haben am 28. und 29. mehrere Demonstrationen. Ansonsten könnt ihr, wie oft empfohlen, eigene Veranstaltungen machen, die ihr nicht anmelden müsst. Ansonsten habt einen schönen Tag. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.